Herzlich willkommen, liebe Lisa Lang, hier im Archäologischen Museum des Historischen Vereins Fürstenfeldbruck. Wir stehen hier vor den Erinnerungen an Gerlinde, eine der spannendsten Frauen im Landkreis und die älteste, die du je in einem deiner Kalender behandelt hast. Warum? Ja, weil mich das natürlich fasziniert hat, dass wir, wenn auch sehr rudimentär, ein Zeugnis haben von einer Frau, die vor so langer Zeit gelebt hat, auch wenn viele Spekulationen oder ungesicherte Überlegungen dabei sind. Ja, du hast jetzt den 5. Kalender gemacht, wieder über Frauen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Offensichtlich gibt es jede Menge spannender Frauen, toter und in diesem Fall auch in diesem Jahr auch viele lebendige, noch lebende Frauen. Mhm. Das Thema Frauen beschäftigt dich ganz besonders. Über Männer wolltest du noch nie einen Kalender machen. Da gibt es natürlich auch spannende, aber auf das Thema bin ich dadurch gekommen, weil ich verschiedene Vorträge hatte, wo es immer um Frauen ging und ich den Eindruck habe, dass die halt oft zum Schatten der Männer stehen und deswegen wollte ich die halt mal rauslösen aus diesem in der zweiten Reihe stehen. Und ja, spannende Frauen gibt es überall, aber jetzt habe ich mal gedacht, ich kümmere mich mal um die bei uns im Landkreis. Sehr verdienstvoll. Ja, und heuer, auf das Thema heuer bin ich gekommen, weil man im Laufe der Zeit halt immer mehr lebende, alte, ältere, interessante Frauen untergekommen sind. Ein paar sind jetzt tatsächlich im Laufe des Jahres verstorben, aber ich wollte sie dann halt trotzdem mit dabei haben. Es waren ja bisher überwiegend verstorbene Frauen und heuer ist es halt dann gerade mal andersrum. Ü88 ist jetzt weder dein noch mein Jahrgang. Nein. Es sind Frauen, die zu einer anderen Generation gehören. Ich glaube, du hast mit fast allen Frauen, auch mit denen, die jetzt verstorben sind, die du in diesem Kalender porträtierst, persönlichen Kontakt gehabt. Ja, mit fast. Was verbindet diese Frauen? Diese Zeitspanne, ihre Lebenszeitspanne und ja, dass sie dadurch alle geprägt worden sind durch die NS-Zeit, in der ihre Kindheit verlief und eben der Zweite Weltkrieg, der Einfluss hatte auf alle ihre Biografien. Sei es, dass bei der Frau Meier ist der Bruder im Krieg gefallen, sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen in Mammendorf und musste daran die schwere Männerarbeit übernehmen, ab 14, sie war damals 14 Jahre, weil ihr Vater schon älter war und nicht mehr so schwer arbeiten konnte. Sei es, dass Frau Amon zum Beispiel und die Frau Martin vertrieben worden sind aus Ostpreußen und dann neben den Kriegserlebnissen auch noch dieses Grauen der Vertreibung erleben mussten. Ja, oder sei es hier die Frau Danke, die als 16-jähriges Mädchen ins Gestapo-Hauptquartier nach München gefahren ist, weil ihr Vater wegen einer unbedarften Äußerung verhaftet worden ist und eigentlich ins KZ Dachau kommen sollte. Also jedes dieser Leben ist in irgendeiner Form beeinflusst worden durch diese Zeitspanne. Haben diese Frauen auch was gemeinsam? Ich würde sagen, die Dankbarkeit, die ihr Leben geprägt hat, das sind alles durchweg dankbare und zufriedene Frauen. Und wenn man sich überlegt, was sie so auch mit durchgemacht haben, ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, oder hängt das tatsächlich mit dieser Biografie zusammen? Macht so eine Biografie das Überleben eines Krieges, des Grauens einer Vertreibung, aber auch das Überleben hinterher in ziemlich bedrängten Verhältnissen ja nach dem Krieg, macht das vielleicht dankbar für das, was wir heute an Luxus, an Überfluss haben? Bestimmt, ja. Es war nicht alles selbstverständlich für die Frauen und sie wussten eben, wie es anders sein kann. Und von daher, weil du gefragt hast mit Gemeinsamkeiten, also es war jetzt nicht in allen diesen Gesprächen Thema, aber bei ein paar kam auch das stark raus, wie jetzt der Ukraine-Krieg diese alten Erinnerungen an die eigenen Kriegserlebnisse wieder hervorruft. Und das Wissen darum, was es bedeuten kann, in Kriegszeiten leben zu müssen.
und sind in der Biowarenabteilung, also ein paar tausend Jahre später nach Germünde. Aber auch in dieser Zeit gab es spannende Frauen, sehr selbstbewusste, sehr selbstständige Frauen, die schon so da steht, ja, mit wunderschönem Schmuck. Und diese Dame ist was ganz Besonderes, denn sie hatte an ihrem Gürtel diesen Radanhänger, der sehr viel älter war als die Biowarenzeit. Das heißt, auch damals hatte man zum einen schon ein Gefühl einfach für Schönheit. Und ich finde es spannend, dass man damals schon Antiquitäten gesammelt hat, denn genau das ist dieser Radanhänger. Ja, spannend. Aber leider wissen wir über diese Dame sonst gar nichts. Und deshalb wirst du sie wahrscheinlich in deinem Kalender auch nie erwähnen können. Ich glaube, die älteste deiner Damen, die du in diesem Kalender hast, die kommt gleich im Januar dran. Das ist nämlich die Frau Heuer, die wird im Januar 100. Ja, genau. Darum habe ich sie auch gleich in den Januar gesetzt, weil, also ich habe versucht, die Frauen ihren Geburtsdaten, Monaten zuzuordnen. Das hat aber im März gar nicht geklappt, weil ich da 3 oder 4 Frauen hatte. Und dann habe ich das nach Alter priorisiert. Irgendwie muss man ja vorgehen. Ja, aber die Frau Heuer wird eben 100 am 2. Januar. Und ja, das ist schon beeindruckend. Also ein gelebtes Jahrhundert, das sie dann so mitbringt. Und wenn man überlegt, also wir hatten ja schon das Thema Zufriedenheit. Sie ist ja ganz, ja ganz einfach groß geworden bei ihrer Großmutter, weil ihre Mutter in München in Stellung war, wie man damals noch gesagt hat. Und als ihre Mutter sie dann zu sich nehmen konnte, weil sie eben so gemischtbaren Läden hatte, da musste dann die Tina, wie sie genannt wird, verstärkt mit umziehen und kam erst so zur Ruhe ein Stück weit, als sie dann in Gernlinden waren, dann die letzte Kramerladen, den ihre Mutter da eröffnet hat. Interessant ist, finde ich, bei ihr, wenn wir wieder auf das Thema Jugend NS-Zeit kommen, dass sie natürlich wohl ein Stück weit Halt gesucht hat in Jugendorganisationen und deswegen auch beim Bund Deutscher Mädchen erstmal war. Aber als sie dann erkannt hat, wie sie da indoktriniert wird, hatte sie auch kein Problem damit, denen wieder den Rücken zu drehen, zu kehren, ohne sich Gedanken zu machen über die Konsequenzen. Und das fand ich jetzt spannend. Und dann auch so die Zufriedenheit, die sie jetzt hat, ist so eine lebenslustige Frau. Ja, trotz allem. Also die hat die Unabhängigkeit sicherlich von ihrer Mutter, die ja auch sich geweigert hatte, in die Partei einzutreten. Und deshalb den ersten Kramerladen in Gerlinden zumachen musste, weil sie nicht mehr mit Ware geliefert wurde. Mhm. Und dann aber auf kleiner Flamme sozusagen weitergemacht hat mit ihr. Und dann ab Anfang der 40er ja auch mit ihrer Tochter, Annemarie, die mit im Haus lebte. Ja, das ist sehr spannend, ob es dann weiterging. Also die Annemarie ist ja dann Lehrerin geworden und hat dann eine große Familie gehabt. Das glaub ich war für die Tina ganz schön, dann in so einem großen Familienverbund sich ausleben zu können, sich um ihre Enkel zu kümmern. Und ja, die Ruth Strehober hat ja dann eben auch den Kalender gestaltet. Und für die, glaube ich, war das jetzt auch besonders da. Was besonders ihre Thema, ja. Ihre 16 Urenkel, die sie alle sehr liebt. Und die, das ist so ein wunderschönes Foto mit diesem Lämmchen im Arm. Diese Urenkel bringen immer noch unheimlich viel Aufregung in ihr Leben und das genießt sie sehr. Es gibt Tage, ich meine, mit 100 bist du nicht mehr so fit. Da geht es ihr gar nicht gut, aber je rummeliger es ist und je mehr Leute um sie herum sind, umso besser geht es ihr. Ja, diese Enkel und Urenkel, das ist eigentlich bei allen sowas, so ein großer Schatz, den sie jetzt haben, ihre Familien, in die sie eingebunden sind, soweit sie eben Kinder hatten. Bei anderen, was bei der Ursel Bräuning zum Beispiel, die hatte keine eigenen Kinder, die hat sich dann aber auch eine Art Ersatzfamilie gesucht. Also das, glaube ich, ist auch sowas,
das sich um jemanden kümmern und das Verbundensein in die anderen Generationen rein, das prägt eigentlich auch alle ihre Leben mit. Ja, und das verhindert auch im Alter die Einsamkeit. Ja, auf alle Fälle. Das Stichwort Einsamkeit möchte ich jetzt mal aufgreifen bei der Ursel Bräuning. Die habe ich im April drinnen, da hätte sie tatsächlich Geburtstag. Sie ist eine von den Vieren, die heuer verstorben ist, am 31. August. Sie kannte ich tatsächlich nicht mehr persönlich. Sie war eine Empfehlung oder ein Tipp von der Frau Köhler-Langewiesche, die sie kannte. Sie sind ja beide in Germering gewesen. Ich habe dann eben mit dem Herrn Sahner telefoniert. Das ist sozusagen, ich sage es jetzt mal, ein Ziehsohn von ihr, mit dem sie bis zum Schluss befreundet war, auch mit den Kindern von ihm. Und von ihm habe ich jetzt hauptsächlich die Auskünfte. Sie ist sicherlich eine der interessantesten und schillerndsten Biografien da drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass wir jemanden von dem Format im Landkreis hatten, als Mitglied in der, ja, wie heißt das, VR, im Schriftstellerverband. Ja. Ja, das ist aber auch wieder sowas, weil du eingangs gefragt hast, warum Frauen. Ich bin ja auf viele Frauen gekommen, weil ich mir dann auch mal die Wikipedia-Einträge der Orte hier im Landkreis angeschaut habe. Und sie ist so ein typisches Beispiel. Ihr Mann, der Herbert Bräuning, der war Schriftsteller. Er wird bei den bekannten Persönlichkeiten der Stadt genannt. Und da steht dann halt noch mit dabei, war verheiratet mit Ursel Bräuning. Aber ich finde, was sie so gemacht hat im Schriftstellerverband oder dass sie die Hauptverantwortliche dafür war, dass das Versorgungswerk, das Altersversorgungswerk der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland aufgebaut wurde, das ist was, das wäre, finde ich, schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag wert gewesen. Und sowas empört mich dann halt. Ja, sie ist ja auch in einfachen Verhältnissen groß geworden in Wedding und hat dann eben im Verlag Volk und Welt ihren Mann kennengelernt, der ist bewusst als überzeugter junger Kommunist damals in den Osten gegangen, aber beide waren halt auch sehr unabhängige Geister und sind dann schnell ins Visier der Stasi geraten und wurden wegen sogenannter Republikhetze 1956 verhaftet. Er saß dann tatsächlich auch noch in Dunkelhaft in diesem sogenannten U-Boot in diesem Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Beide wussten auch bis zu ihrer Akteneinsicht nicht, dass sie gleichzeitig in diesem Gefängnis einsaßen. Und ja, danach haben sie geguckt, dass sie die DDR schnellstmöglich verlassen können. Und dann kam das eben, er hatte dann eine Stelle in München und sie kam dann auch mit und da fingen dann die Aktivitäten beim VW Wort an. Das war ja auch der Heinrich Böll und der Günter Grass haben sich dann auch dafür eingesetzt. Sie war wohl eine sehr strukturierte Frau und hat dann diesen Chaotenhaufen so um sich versammelt und wurde dann auch so als Mutter der Schriftsteller bezeichnet und dann haben sich die dafür stark gemacht, dass sie auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Letztendlich ist sie an dieser Vereinsamung an den Corona-Schutzmaßnahmen gestorben, weil sie war eine sehr lebendige Frau, die hat immer den Kontakt zu allen gesucht und dieses zurückgezogen sein müssen. Das hat so dieses Gefüge, dass sie sich an sozialen Kontakten aufgebaut hat, so zum Erliegen gebracht, dass damit auch ihr Lebenswille zu Ende gegangen ist. Nein, ich finde es ganz toll, was du da auch dieses Jahr wieder alles auf die Beine gestellt hast. Ich denke, du hast dich jetzt auf das Thema Frauen eingeschossen und es ist vielleicht wirklich nicht schlecht, sie mal in den Vordergrund zu rücken, denn das mit der Gleichberechtigung, das funktioniert immer noch nicht so ganz. Das wird uns noch länger beschäftigen. Das wird uns sicherlich noch lange beschäftigen, ja. Genau. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Mit diesem Kalender. Ich habe ihn gesehen, ich kann es nur jedem empfehlen. Dankeschön. Bitteschön.